Der Jingle passt gerade überteuer. Ich glaube, wir haben gerade Part 100 erreicht oder so. Ungefähr. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut, und natürlich wollen wir noch unseren letzten Kollegen abholen, der noch fehlt. Und das ist natürlich... Was hattet ihr denn hier zu schaffen, Momo? Nachdem wir uns alle am Turm getrennt hatten, wollte ich Pico genauer prüfen und kam hier daher mit ihm zurück. Aber ich habe es nicht allein geschafft und kam her, um Direktor Pilot um Hilfe zu bitten. Pico? Pico ist hier? Ja, im Osten gibt es einen Ort, wo wir schon mal waren, wo ein Baum namens Yggdrasil steht. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird. In letzter Zeit ist Pico ständig dort. Macht immer dort am Baum rum. Ja, das lasse ich so stehen. Pico ist hier geboren. Vielleicht weiß er etwas. Möglich, aber man kann mit ihm nicht reden. Er kann nicht sprechen oder so. Aber wenn ihr ihn holen wollt, er... Der Baum liegt östlich vom Berg. Jo. Wie gesagt, holen wir Pico noch ab. Und dann sind wir 6 Leute und das heißt, unser Team ist komplett. Ja. Okay. Wollen wir Pico abholen? Juhu, meine Sprachfehler legen sich. Juhu, ich freue mich. Yggdrasil. Oder so. Wie man es auch nennen mag. Und da stehen Tiere. Liegen Tiere, ja. Lecker Hirsch. Der Baum ist viel kleiner, als er aussieht. Legendärer Baum, der ein verwandelter alter Weiser sein soll, welcher einst seine Weisheit in die Welt verbreitete. Oh, ich kann den Text schneller machen. Cool. Ring. In Grün gehüllt, bei seinem Anblick Ehrfurcht gebietend. Ach, das ist ein Bär da unten. Gilt er seit Urzeiten als heiliger Wächter des Waldes. Ein als Symbol des Vertrauens. Wollen wir mal die Tiere aufscheuchen? Dies ist der Ort. Hier hängt Pico gern rum. Jo, und chillt ab und raucht einen Joint. Pico? Komisch, ich meine, ich hätte jemanden sprechen hören. Hi. Na gut, er kann... Wenn man mit ihm redet, dann, ja, kommt sowas raus. Pukyu. Ich meine, er kann reden, aber ich glaube nicht, dass das irgendwer versteht. Hast du etwas gesagt? Ich meine, sein Gesichtsausdruck ist schon, spricht Bände, glaube ich. Pukyu? Pokémon! Ich verstehe ihn ebenso gut, wie ich einen Baum oder eine Blume verstehen kann. Ey, er sagt aber was. Die können nämlich nicht sprechen. Pico kann aber sprechen, jedenfalls lesen. Er kann sprechen, dass man es liest. Egal, los jetzt, Pico. Sehen wir uns an der Anlage, in der ihr geboren wurdet, an. Boah, wie kann man eine Pflanze als Sie-Person ansprechen? Pukyu. Jui. So, jetzt sind wir voll. Blum. Oh, wir können die Leute wählen. Huhu, dann nehme ich doch gleich wieder Reihe rein. Da hätten wir es. So. Tut mir leid für alle diejenigen, die was erwarten, aber... Ich glaube, mein Team wird jetzt so aus dem Rest des Spiels so bleiben. Tja, Pech gehabt. Das ist nun mal mein Standard-Team. So, bevor ich jetzt aber in die Anlage laufe, gehe ich zu den... Elfen, Feen, was auch immer... Da ich ja ein paar tolle Hinweise bekommen habe, dass ich die Kultur entwickeln soll, mache ich das doch statt den Jobs. Außerdem kann ja sein, dass auch was passiert ist. Und, na, klick das Brett an. Nichts Neues, okay, ich denke, das zeugt davon, dass ich irgendeinen Mist gebaut habe. Hi. Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber ich baue trotzdem. Yo. Klingt gut. Wie Bob der Baumeister. Ich denke, ich werde meine Elfen neu verteilen, oder? Tja. Aber warte mal gucken.
Kultur bitte. Und, nö, das ist eigentlich ganz in Ordnung so, muss ich sagen. Wobei, ich glaube, ich schicke einen auf der Jagd. Nee. Dann geh du mal dahin. Du mal dahin. Und dann komme ich gleich mal wieder. Irgendwann mal. Weil du steckst. Gut. Lassen wir das erstmal so und freuen uns einen Keks. So, jetzt wollte ich noch nach Windia. Oder will ich da nicht hin? Ich weiß nicht. Will ich da hin? Nein, aber ich will was anderes. Mir fällt da nämlich gerade was ein. Und es ruckelt. Warum ruckelt es? Es gefällt mir nicht, dass es ruckelt. Bababau. Okay, jetzt hat es wieder aufgehört. Naja, fast. eigenartig. Naja, mal gucken gleich. Wenn es weiter mal läuft, dann... Stocker, Stocker, Stocker immer zwischendrin. Gefällt mir nicht. Ich guck gleich mal, wenn ich raus will. Moment. Aber erst... Jetzt haben wir ja unsere 15 Waffen endlich im Inventar. Ihr seht aus, als ob etwas in euch steckt. Warum springen meine Frames hier so hin und her? Was meint ihr? Wollt ihr mein Lehrling werden? Jo. Mein Tag als einsamer Wolf sind vorbei. Wenn ihr mir zuhört, werdet ihr euren Körper wie eine Klinge stählen. Juhu, wir haben 15 Waffen dabei. Und muss ich sagen, dass ich da wen hinpacke? Eigentlich nicht. Tja, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, was der bringt jetzt. Muss ich mich erstmal drüber erkundigen. Wir sehen uns. Tja, aber eine Sache weiß ich von dem. Man kann von dem Plündern lernen. Und ich glaube löschen. Das ist so viel wie ein... Ich glaube, löschen bringt... oder ich habe keine Ahnung, man löschen von denen. No idea, ich weiß nur, plündern kann man von denen lernen. Beziehungsweise stehlen heißt es. Was allerdings im Gegensatz zu plündern eine hundertprozentige Chance hat. Beim ersten Mal was zu ergattern. Und jetzt haben sich meine Frames wieder normalisiert. Aus nicht erklärbaren Gründen. Okay, ich wollte noch was anderes. In Windia. Setz mir nicht mal wieder ein, was ich da wollte. Und danach gucke ich mal in die Meisterliste. Was die Meister bringen jetzt. Sinnvoll ist, irgendwo hinzustecken.